Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Ludwig. Ich bin Fleischermeister und Inhaber des Internetshops www.der-ludwig.de. Ich möchte euch nun etwas über Spare Ribs sagen. Spare Ribs kommen aus dem Amerikanischen und haben oftmals auch eingedeutschte Bezeichnungen, die aus dem Amerikanischen herrühren. Das hier sind zum Beispiel Baby Back Ribs, sogenannte Baby Back Ribs. Wenn ihr die bei eurem Metzger bestellt, müsst ihr im Idealfall Kotelettrippchen sagen, dann weiß auch euer Metzger Bescheid. Das hier sind Spare Ribs vom Bauch, St. Louis Style im amerikanischen Sprachbereich, bei uns Bauchrippchen. Wenn ihr St. Louis Style Spare Ribs wollt, dann bestellt bei eurem Metzger Bauchrippchen. Und die Amerikaner haben auch noch gerne diese dritte Variante, bei uns in Deutschland nicht ganz so häufig anzutreffen, das sind Brustspitzrippchen. Also ich wiederhole nochmal, Baby Back Ribs, Kotelettrippchen, St. Louis Style, Bauchrippchen oder hier Brustspitzrippchen. Aber es gibt auch noch Spare Ribs von anderen Tieren, außer vom Schwein, und zwar vom Rind. Das sind die sogenannten Beef Ribs, das sind Rostbeefknochen. Und das sind die sogenannten Short Ribs, hier ist wesentlich mehr Fleisch drauf, die werden allerdings auch ein bisschen anders zubereitet als die Spare Ribs. Das ist die Blattrippe mit Knochen, wenn ihr das bei eurem Metzger verlangen wolltet. Blattrippe oder Querrippe mit Knochen. Und zusätzlich bei uns im Angebot auch noch Spare Ribs vom Lamm, das ist die Lammbrust, der Lammlappen, der Lammbauch. Auch davon könnt ihr Spare Ribs machen oder, habe ich jetzt gerade nicht hier, aber bei uns im Shop auch erhältlich, Spare Ribs vom Kalb. Das sind Baby Back Ribs vom Kalb, Kotelettrippchen vom Kalb. Ich hoffe, ihr konntet mit einem kleinen Exkurs was anfangen und wenn ihr das nächste Mal bei eurem Metzger Spare Ribs sucht oder verlangt und nicht verstanden werdet, habt ihr jetzt die amerikanischen und vergleichsweise dazu die deutschen Ausdrücke. Bleibt mir euch viel Spaß beim Smoken, beim Spare Ribs machen zu wünschen und bis demnächst auf diesem Kanal. Danke, ciao.